Hallo, ich heiße Ada. Ich und 4 Mitschüler aus Kleinmachnow sind hier, um uns das christliche Gymnasium in Jena anzugucken. Diese Schule ist kurz nach der Wende irgendwann entstanden. Da haben sich einige Eltern zusammengesetzt und haben gedacht, wir wollen jetzt so eine neue Schule haben, die auch neue Sachen aufgreift, neue Reformen. Also das Besondere an unserer Schule, finde ich, ist das gute Miteinander. Das heißt, dass alle gut miteinander im Gespräch sind. Also das Besondere an unserer Schule ist erstmal, dass alle Lehrer irgendwie christlich verbunden sind. Also, und das halt an dieser Schule, also ich war ja davor an einer anderen, noch so eine familiäre Atmosphäre hat. Und hier kümmert man sich halt noch um die Schüler und da ist halt wichtig, wie sie sich entwickeln. Also nicht nur schulisch gesehen, sondern auch jetzt von der menschlichen Entwicklung. Wir brauchen immer noch Träume und Visionen, um Schule zu gestalten. Und ohne diese Träume und Visionen der Elterngeneration, die die Schule gegründet hat, gäbe es ja diese Schule überhaupt nicht.